Ja, dann starten wir gleich durch. Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Paderborn. Hier oben begrüße ich unseren Cheftrainer Markus Gisdol und ich würde Sie wie gewohnt bitten, direkt mit den Fragen einzusteigen. Ja, Hensenau. Fragen uns obligatorisch personell. Wer fehlt denn aus dem Team? Ich habe was gelernt. Sehr gut. Lernfähigkeit wird bestätigt. Ja, außer Kim und Sally. Sally, wir beide sind nach wie vor nicht einsatzfähig. Wird auch noch ein Weilchen dauern bei beiden. Ansonsten stehen uns glücklicherweise alle Spieler aktuell zur Verfügung. Man muss sehen, was wir daraus machen. Entschuldigung, vielleicht kann einer von euch mal hoch und sagen, ob Sie mal einen kurzen Moment Pause da oben machen können. Hammer Time. So, dann machen wir weiter. Hensenau. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob Modest oder Chalai stürmt? Oder Schiblock. Oder Schiblock. Das ist natürlich zum einen, schauen wir mal, wie sind die Spieler drauf in der Trainingswoche. Aktuelle Form ist wichtig natürlich, aber natürlich ist für uns auch wichtig, welchen körperlichen Zustand haben die Spieler und was passt unserer Ansicht nach zu unserer Vorgehensweise zum jeweiligen Gegner. Und ich bin sehr froh, dass wir aktuell diese Auswahl haben. Was wir jetzt aber am Samstag machen, da habe ich so eine gewisse Tendenz in meinem Kopf, das ist klar. Aber da würde ich ja meiner Linie untreu werden, wenn ich Ihnen heute was erzähle und deswegen... Ihr liegt ja da immer ganz gut mit euren Vermutungen und Spekulationen. Und es ist ja auch schöner, sonst ist ja nur ein Satz zu schreiben. Und wenn ihr ein bisschen spekulieren könnt, gibt es eine Zeile mehr, gibt es ein paar Euro mehr für euch, das ist doch gut. Dann machen wir weiter mit Herrn Fürst. Wenn wir gerade im Personal sind, was macht denn eigentlich Chilwan Hamad? Der war ein paar Mal schon immer im Kader. Wo hat er im Moment seine Probleme? Wo blinkt es da? Nach wie vor auf dem Weg in den Kader. Es ist so, dass wir natürlich jetzt gerade eine sehr enge Leistungsdichte bei uns haben und die Spieler, die sich jetzt für den Kader qualifiziert haben, sich einfach wenig Blöße geben, im Gegenteil, immer wieder auch gute Leistungen natürlich bringen und da es wenig Ansatzpunkte momentan gibt, viel zu verändern. Bei Chilwan ist so ein bisschen eine Parallele zu Tarek. Tarek hat zwar am Anfang etwas mehr gespielt, als er kam. Und bei Chilwan ist einfach so. Das ist für mich ein ganz normaler Prozess bei unseren Neuzugängen, dass die einfach ein bisschen länger brauchen, als wie vielleicht in anderen Clubs. Ich rechne immer erst damit, dass Spieler im Laufe eines Jahres den entscheidenden Schritt machen. Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen weniger schnell. Aber er ist fleißig, er gibt richtig Gas im Training. Es ist manchmal auch nicht leicht, ihm das zu sagen, dass er manchmal nicht dabei sein kann im Kader. Aber so ist es halt nun mal im Leistungssport. Ja. Wir müssen Entscheidungen treffen. Nicht nur was unseren Kader angeht, sondern oft auch ganz enge Entscheidungen, was die ersten Elf angeht. Aber das ist die Aufgabe von uns Trainern, da immer wieder Entscheidungen und immer wieder auch Enttäuschungen mitteilen zu müssen den Spielern. Wichtig ist, wie sie die Dinge verarbeiten und dass sie sich nicht hängen lassen und sich weiterhin anstrengen. Und das ist bei Chilwan sehr gegeben. Deswegen glaube ich, wird er das über kurz oder lang auch schaffen. Tobias Becker hatte noch eine Frage. Können Sie ein paar Worte zu Paderborn sagen? Ja, natürlich. Paderborn hat ja vor der Saison sehr clever hantiert, indem sie das Märchen vom krassesten Außenseiter der Bundesliga-Geschichte erzählt haben. Das, wie sich jetzt herausstellt, ist es tatsächlich ein Märchen gewesen. Ja, Paderborn war in der zweiten Liga schon sehr gut und hat jetzt einfach mit tollen Leistungen schon zu Recht, absolut zu Recht, 12 Punkte geholt. Und ist eine Mannschaft, die einfach mit einem guten Plan in jedes Spiel reingeht, zuletzt in Leverkusen gepunktet hat, jetzt Frankfurt geschlagen hat. Ist eine ganz schwierige Aufgabe für uns, gegen so eine Mannschaft zu bestehen. Und deswegen auch an der Stelle meine klare Aufforderung auch
an unsere Zuschauer, an unsere Fans. Wir brauchen für dieses Spiel auch eine besondere Unterstützung. Keiner sollte glauben, dass hier irgendetwas ein Selbstläufer wäre gegen so einen Gegner, sondern dass du da total fokussiert sein musst und richtig ein gutes Spiel abliefern musst, damit du da bestehen kannst. Weil das ist definitiv ein Big-Point-Spiel für uns. Ja, weil du solche Spiele stabil abliefern kannst und dieses Spiel gewinnen kannst, egal wie der Gegner heißt, das alles auszublenden. Und ich hoffe, mit einer unglaublich guten Unterstützung unserer Zuschauer, weil es wird vielleicht auch mal der ein oder andere Quer- oder Rückpass notwendig sein, aber der Rückpass oder Querpass gegen Paderborn ist nicht schlechter wie der gegen Gladbach oder gegen Bayern München. Das muss man uns einfach vor Augen führen. Und da glaube ich, ist es sehr wichtig, dass da alle ganz bewusst mit dieser Situation umgehen. Weil man hat ja sonst immer so ein bisschen die Tendenz in allen Stadien, das ist normal, dass dann eine Mannschaft wie Paderborn kommt und man dann sofort denkt, da musst du ja aber unbedingt gewinnen oder da ist ein Rückpass schlecht oder irgendwie solche Dinge. Und dann kommt so ein bisschen Raunen auf. Das darf nicht aufkommen bei uns im Stadion am Wochenende, sondern wir müssen bewusst sein, dass hier eine Mannschaft mit 12 Punkten kommt, die voller Selbstvertrauen auftritt und die richtig guten Fußball spielt. Und die müssen wir erstmal schlagen. Herr Fürst. Greift es auf, dass Paderborn clever hantiert hat vor der Saison, dass sie der krasseste Außenseiter sind. Macht es Hoffenheim auch clever, dass sie die Tendenzen zum Europapokal immer weit von sich weisen? Eher realistisch, oder? Man möchte es nicht gerne mehr hören, aber vor wie vielen Monaten, 16, 18 Monate, konnte man hier eigentlich kaum rein in den Raum, weil es gebrannt hat. Ja, du durftest ja fast nicht rein und hier war gar kein Platz mehr frei vor lauter Journalisten und jeder hat nur gewartet, bis wir unseren Todesstoß abholen. Und das darf man ja nicht vergessen. Wir sind dann mit Haaresbreite in der Liga geblieben, haben letztes Jahr mit dem jüngsten Kader der Liga, mit dem unerfahrensten Kader der Liga, einen Platz 9 geholt, was für uns außergewöhnlich war, und haben jetzt an der Kadersituation etwas geschraubt, aber das war ist immer noch längst nicht alles so super stabil, wie es vielleicht jetzt der Tabellenplatz hergeben würde, sondern es gibt viele Spiele, die unglaublich eng waren, auch in der Saison, und wir hätten auch das eine oder andere schon verlieren können. Deswegen, es bringt ja nichts, immer so jede Woche, und da bin ich auch gar kein Freund davon, jede Woche über irgendwelche Saisonziele zu sprechen. Ja, jede Woche, ihr habt ja die ganze Woche immer über Zeit, euch Gedanken zu machen über eure Fragen, aber dann, dass jede Woche immer die gleiche kommt, wundere ich mich schon ein bisschen, weil es ist ja schon so, dass es tatsächlich uns ja überhaupt nichts bringt, wenn wir jetzt über solche Dinge philosophieren, reden oder sonstige Dinge machen würden. Bringt uns ja nichts, lass uns doch arbeiten. Und da, glaube ich, sind wir gut drauf und gut beraten, wenn wir uns einfach aufs Wesentliche konzentrieren. Dann würde ich hier außen weitermachen im SWR. Versuch es mal anders. Finden Sie gar nichts, wenn Sie im Moment auf die Tabelle schauen? Das ist doch für uns alle schön, dass es so ist, aber es ist ehrlich nicht so, dass ich da jetzt ein wahnsinniges Glücksgefühl empfinde oder eine wahnsinnige Zufriedenheit. Es ist schön, dass es so ist. Ja, es ist besser, als wenn du auf den letzten 3 Plätzen stehst in der Tabelle, das ist ja klar. Aber es gab noch nie eine Auszeichnung und ich weiß nicht, vielleicht finden Sie eine, ob es eine Auszeichnung gab, wo es dann nach der Saison eine Urkunde gab für das, was du am 8. Spieltag erreicht hattest. Oder gab es das schon mal? Also ich glaube nicht. Und von daher, vielleicht können wir das mal anfangen, dass es dann lohnenswerter wäre, darüber nachzudenken. Aber deswegen, das macht mich nicht verrückt. Da kriege ich keine schlaflose Nächte. Tobias Becker. Sie haben es eben schon gesagt, es waren viele knappe Spiele jetzt auch diese Saison schon dabei. Welcher Tick fehlt denn vielleicht noch, dass diese knappen Spiele statt mit einem Unentschieden vielleicht auch mit einem Sieg enden? Ich glaube, wir spielen da schon am Maximum. Also ich glaube nicht, dass da so wahnsinnig viel bei uns fehlt, sondern die anderen Mannschaften sind gut. Die Ergebnisse in der international zeigen das ja immer wieder, ja, wie stark die Bundesliga ist. Und es gibt, glaube ich, keine so starke Liga, da kann jeder erzählen, was er will. Keine so starke Liga in ganz Europa oder weltweit wie die Bundesliga. Du kannst gegen die Mannschaft, die vielleicht aktuell auf Platz 18 steht,
ruckzuck 3-0 verlieren. So schnell kannst du gar nicht schauen. Und es gibt, wenn eine Mannschaft richtig gut ist gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner, gibt es das sonst in keiner anderen Liga. Also das ist schon außergewöhnlich für die Bundesliga. Und deswegen glaube ich, wir haben schon viel am Maximum auch gespielt mit unserer Leistungsfähigkeit aktuell. Das, was wir aktuell bringen können. Und dann sind die Ergebnisse so schon in Ordnung gewesen. Spiegelt sich diese Stärke der Bundesliga jetzt auch in der Champions League und im Europapokal wieder? Klar, fragen Sie mal in Rom nach. Ja, also das ist, also es ist ja tatsächlich so, das ist ja schon beeindruckend, wenn die Bundesligamannschaften auftreten. Ja. Das Einzige, was jetzt ein bisschen glücklich war, war, glaube ich, das Schalke-Ergebnis. Aber da ging ja klar das Gesicht auch zum Ball, von daher, anstatt der Ball zum Gesicht, von daher. Gesichtselfmeter. An der Stelle muss ich ehrlich mal fragen, was macht dieser Torrichter? Gibt es überhaupt, ihr kennt euch doch alle da super aus, gibt es überhaupt schon einmal erwiesen, dass ein Torrichter irgendetwas bewirkt hat, außer dass er Späßen einfährt? Gibt es irgendwann schon mal eine Entscheidung, die der Torrichter dem Schiedsrichter helfen konnte? Eine nachweislich war auf jeden Fall mal falsch, das ist sicher. Ja, die wissen wir jetzt von gestern oder vorgestern. Aber gab es tatsächlich schon einmal, dass dieser Torrichter, und jetzt rechnen wir mal zusammen, was diese Torrichter alle zusammen kosten. Spende das Geld für irgendwas, da bist du 10-mal besser aufgehoben, als die Leute in den Flieger zu setzen und ein schönes Mittagessen hinzustellen. Da geht mir echt die Hutschnur hoch, wenn ich die immer da außerstehe sehe und dann immer. Was? Nix? Ja, nix? Okay, ja, auch nix. Ja klar, dann für was bist du da? Für nix, genau. Ja klar, ja, ich dachte, da kann nicht weitermachen, komm. Also ist okay, ja. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich alle sogar irgendwie einer Meinung, außer irgendjemand bei der FIFA, der gerade seinen 78. Geburtstag feiert und nebendran der 80-Jährige. Die lassen dann den 76-Jährigen nicht ins Komitee, weil der zu jung ist. Also. Okay, lassen wir. Gut, okay. So viel zum Thema Gesichtselfmeter. Hat jemand noch eine Frage? Ja, bitte. Niklas Süle ist am Sonntag Gast im Sport im Dritten. Wir hatten das Glück, mit ihm zu trainieren, als er 16 war hier an der Akademie. Ganz tolle Bilder noch, ein Zahnkammer damals, aber schon sehr selbstbewusst. Da hat er gesagt, mein Ziel ist, Anatom-Nationalspieler zu werden und der beste Innenverteidiger der Welt. Mutig oder, wenn man von heute guckt, ein realistisches Ziel? Ich glaube, wenn man das in dem Alter sagt, ist es immer mutig, aber das schwingt natürlich auch ein bisschen so der jugendliche Leichtsinn mit rein, das ist ja ganz logisch. Niklas hat sich jetzt auf einem guten Weg befunden oder befindet sich aktuell auf einem sehr guten Weg, hat einiges dazugelernt in seiner kurzen Profikarriere, die er jetzt hat. Es ist immer wichtig, dass du in dem Alter dann irgendwann auch Schritte vorwärts machst und dich in deinem Spiel verbesserst, bewusster bist als Profi, bewusster lebst mit so einer Situation, aber so eine Karriere ist ja mit 18, 19 total am Anfang. Deswegen kann man da den Weg noch nicht richtig feststellen, wo der dann zum Schluss nachher hingeht, weil die richtig, richtig guten Spieler spielen einfach über Jahre hinweg auf einem guten Niveau und verbessern sich und sind gierig drauf, sich zu verbessern. Da befindet sich Niklas gerade auf einem guten Weg, aber das ist erst der Anfang. Noch eine Nachfrage dazu. Er ist jetzt Stammspieler diese Saison, hat vor der Saison nochmal 4 Kilo abgenommen. Da gibt es unter anderem 2 Gründe für, dass er Stammspieler ist. Das eine, dass er nicht so ein Fastfood ist, das habe ich selbst mal gesagt. Das andere, dass er nicht mehr so leichtfertig grätscht, was er im ersten Spiel gemacht hat. Stecken Sie hinter diesen beiden Verboten, Anweisungen, Hinweisen? Ja, ich bin ja Trainer und deswegen muss ich ja gucken, wo können wir vielleicht ein bisschen was rausholen. Und natürlich haben wir über die Dinge gesprochen, aber da steckt da unser ganzer Trainerstab mit drin, ja, unsere Athletiktrainer, die viel mit ihm arbeiten speziell. Und ihm auch da Tipps gegeben haben, was die Ernährung angeht. Entscheidend ist ja nicht, dass du die Tipps gibst, sondern dass er es dann auch umsetzt und macht. Das ist momentan gut. Er hat uns alle überrascht auch mit dem Gewicht und mit dem körperlichen Zustand, mit dem er vor der Saison gekommen ist. Davon profitiert er. Und ansonsten dieses Grätschen-Thema, das wurde ja einfach ein bisschen groß gemacht. Das sind ja einfach nur Hilfen, die du als Trainer gibst, wenn du siehst, dass ein Spieler unnötig oft am Boden ist. Und für unser Spiel ist es halt sehr, sehr wichtig, dass die Spieler am besten den Ball im Stehen erobern, um eine gute Spielfortsetzung zu haben. Weil im Liegen spielt es sich einfach schlechter weiter. Ja, deswegen ist es so einfach eine Anmerkung, die wir aber jedem anderen Spieler auch geben würden, wenn wir das so sehen. Und
die zwei Dinge und andere Sachen hat er jetzt einfach verbessert, aber lobt ihn nicht zu sehr, das ist nicht so gut für die Jungen, ja. Das reicht, wenn die schon sehr, sehr viel Anerkennung so drumherum bekommen, und er ist erst auf dem Weg noch. Andreas Hoffmann. So, und lieber Baumann, wollte ich gerne nochmal nachhaken, der hat ja zuletzt gut gehalten, Hamburg sehr gut. Wie Sie mit ihm zufrieden sind, was seine Stärken sind oder was für eine Rolle auch in der Mannschaft hat? Also wenn man sagt, er hat gut gehalten, dann finde ich das total untertrieben in dem Fall. Olli hat fantastisch gehalten, er ist absolut unser Top-Leistungsträger und ich glaube in Deutschland einer der absoluten Spitzentorhüter. Und dass er jetzt nochmal so einen Schritt gemacht hat, seitdem er bei uns ist, so auftritt, ist aller Ehren wert, ne? Macht er ganz klasse. Er hatte eine tolle Funktion bei uns auch außerhalb des Sportplatzes, indem dass er einfach ein guter Typ ist, sich viel mit Fußball auseinandersetzt, einfach auch mit seinen Vorderleuten viel spricht über das Spiel, wie wir spielen wollen, welche Aktionen er gerne von seinen Mitspielern da gerne hätte und wie wir da also als Mannschaft besser verteidigen können. Das ist sein Ding. Ja, da macht er sich immer wieder zur eigenen Aufgabe aus. Und solche Spieler hat man sehr, sehr gerne in seiner Mannschaft. Und deswegen, ja, kann man da schon sagen, in dem Fall absolutes, großes Gesamtlob für ihn. Das macht er vor den Spielen, also nicht auf dem Platz, er spricht so auch mit den Spielern, meinen Sie? Vor, während und danach. Okay. Und den Schritt, was hat er für einen Schritt gemacht? Auch als Torwart, auch als Torwart? Ja, natürlich. Ja, das Gesamtpaket. Also ich finde einfach, dass er in allen Dingen noch einfach mal so für mich so ein Tick besser geworden ist. Ja, sowohl, vor allen Dingen, sage ich mal, was herausragend ist, ist seine Körpersprache, seine Spielintelligenz oder das Mitspielen ist sehr, sehr gut. Und ich könnte bei allen Teilen sagen, ob es die Paraden sind oder das Spiel mit dem Fuß. Ich finde überall, dass er einen kleinen Tick dazugepackt hat. Und er war ja schon auf einem sehr guten Niveau, als er hierher gekommen ist. Und er wird jetzt für mich einfach noch einmal einen Tick besser. Und das ist sehr schön zu sehen. Trauen Sie ihm zu, dass er längerfristig für die Nationalmannschaft ein Thema werden könnte? Natürlich. Gibt es weitere Fragen? Tobias Becker. Wegen den Zuschauerzahlen. Etwa 24.000 inklusive 500 Gäste, Fans, aktueller Stand. Herr Fürst. Sebastian Rudi spielt ja auf der rechten Seite in der Kette eine ordentliche Rolle. Er hat aber in Hamburg nochmal betont, dass er sich schon eher als Mittelfeldspieler sieht. Wann erlösen Sie ihn denn und stellen ihn wieder ins Mittelfeld oder sehen Sie überhaupt keinen Bedarf, diese Kette, so wie sie jetzt steht? So schlimm bei uns hinten rechts. Ha? Also ich glaube, das. Ich weiß es, aber ich habe das gleiche zum Sebastian gesagt, ich sehe ihn ja auch mehr als Mittelfeldspieler. Sebastian ist für uns, von meiner Denkensweise, ganz klar ein Mittelfeldspieler, der momentan seine Sache sehr gut macht auf dieser Position. Und irgendwann wird er vielleicht auch wieder im Mittelfeld spielen. Aber wann, das weiß ich noch nicht. Ja, und wir versuchen immer, die Spieler so gut einzusetzen, wie es gerade für unser Team einfach am notwendigsten ist. Und da hatte ich zuletzt das Gefühl, dass wir so, wie wir es jetzt gemacht hatten, am besten waren für die jeweiligen Spiele. Schauen wir mal, was kommt. Okay. Ich will mal kurz ergänzen zu der Torhüterfrage. Was macht eigentlich Kun Kastels? Wie kommt er voran? Gut, ja, schön zu sehen. Er ist wieder so weit, dass er schon einzelne Spielformen mitmachen kann sogar im Training. Ja, ich denke, fast zu 100% Torwarttraining auch machen kann. Von daher schön zu sehen, dass er nach seiner Verletzung jetzt wieder so auf die Beine kommt. Mal gucken, wie die weitere Entwicklung bei ihm ist. Okay. Gibt es sonst keine Fragen mehr? Dann kommen wir langsam zum Ende. Gibt es personell noch irgendwas von Paderborn, was wir erwähnen müssen, auf dem man besonders achten, dass man erst aus 80 Meter schießt, dass der EG ist anders? Auf alle Spieler besonders achten. Insgesamt eine gute Mannschaft. Okay, vielen Dank. Dann freuen wir uns alle wiederzusehen am Samstagnachmittag in der Arena. Danke.